Herr Martusch, guten Tag. Nehmen Sie mal bitte hier vorne Platz. Ich muss Sie zuallererst mal belehren, dass Sie als Zeuge hier die Wahrheit sagen müssen. Wer was Falsches sagt, macht sich strafbar. Vorsorglich 55 ja, StPO. Wenn es an Fragen geht, wo Sie sich selbst belasten könnten, dann müssen Sie dazu gar nichts sagen. Sie heißen Lennart Martusch, 21 Jahre alt, Sie wohnen in Frankfurt am Main, Sie sind ledig und Bäcker. Ja, noch bin ich Bäcker, ja. Wieso noch? Die Chefin hat gesagt, wir müssten bald schließen, die Kundschaft bleibt aus und ich weiß nicht, diese Discount-Bäckereien, die haben viel bessere Preise als wir. Ja, wenn ich erst mal freigesprochen werde, dann geht das alles wieder seinen Gang. Mit Ihrem Chef sind Sie weder verwandt noch verschwägert, oder? Mit dem? Ich hasse diesen Menschen. Der hat mich immer wie den letzten Dreck behandelt. Was? Ist doch Blödsinn. Sie wissen genau, was ich meine. Ich musste immer als Letzter bleiben. Ich musste immer diese Überstunden schieben, ja? Ach, ihr jungen Leute, seid heutzutage einfach nur noch faul. Das wollen wir jetzt im Moment nicht vertiefen, obwohl es noch eine Rolle spielen könnte. Jetzt ist es so, dass Sie an dem 16.11. abends um 19.55 Uhr mit Ihrem Handy den Notruf gewählt haben, richtig? Ja, ich bin abends nach Hause gekommen. Ich wohne ja direkt nebenan, in der ausgebauten Remise. Hab gesehen, dass da noch Licht brannte in der Backstube. Also bin ich da reingegangen, hab geguckt. Ich hab gesehen, dass das Licht sogar aus dem Backschrank kam. Zum Glück warst du da, Lennart, sonst wäre ich da echt verbrannt. Och, ich hab sie da drin gesehen. Es war schrecklich, es war wie in einem Horrorfilm. Ich hab sie da rausgeholt und laut um Hilfe gebrüllt, weil ich wusste, dass der Typ da war. Ich habe sein Auto draußen stehen sehen. In welchem Zustand war denn die Frau Höning, als Sie sie da rausgeholt haben? Das war schrecklich. Ihre Haut war rot und... War sie bei Bewusstsein? Nein, sie war bewusstlos. Ich habe sie nach draußen getragen, damit ich sie vielleicht irgendwie abkühlen konnte oder so. Und dann habe ich den Notruf gerufen. Und wann ist Ihr Vorgesetzter dann dazugekommen, Ihr Chef? Eine Minute danach oder so. Das kann ich bezeugen, das stimmt. Ich bin wirklich, ich habe die Stimme gehört von ihm, habe Hilfeschreie gehört da oben in meiner Wohnung, bin runtergegangen, weil er gerufen hatte, wollte gucken, was da los ist. Sie wollten gucken, was da los ist, ja? Sagen Sie, hat Ihr Chef irgendwie Frau Rönning im Zuge dieser Rettung berührt? Meinen Sie berührt? Mal wieder so angegrapscht oder was? Was heißt denn jetzt hier angegrapscht? Was soll denn das jetzt schon wieder heißen? Nein, das meine ich nicht, sondern hat er Sie irgendwie bei der Rettung irgendwie gestützt, das Opfer, oder sonst irgendwie Körperkontakt zu ihr gehabt? Nein, der war meterweit weg. Der musste nur sein Auto umparken, weil der Krankenwagen ja reinfahren musste in die Einfahrt. Wir haben zusammen Bianca rausgetragen in den Hof. Das hättest du doch gar nicht geschafft, du halbes Würstchen, Mensch. Das ist lächerlich. Das ist absolut eine Lüge. Ich habe Bianca alleine rausgetragen, okay? Gut. Was hat er denn überhaupt für einen Eindruck auf Sie gemacht? Er war total nervös und verwirrt. Ich habe gesehen, dass da was nicht stimmte mit dem, ey. Das ist doch blöd. Das haben die sich ausgesponnen hier, die Geschichte. Was? Was soll ich mir hier ausdenken? Zeit, bis ich unten war. Wozu soll ich mir das ausdenken hier? Wozu soll ich mir was ausdenken? Moment mal, wieso war der Angeklagte denn verwirrt, Sie zu sehen? Sie haben doch gesagt, dass Sie da direkt gegenüber der Bäckerei wohnen, oder? Das ist ja eine Dienstbude. Ja, ich meine, der hat mir an dem Tag noch 50 Euro gegeben, damit ich mir einen Abend im Kino machen konnte. Hä? 50 Euro? Ja, 50 Euro. Ist Ihr Chef öfter so großzügig? Der? Im Leben nicht. Der hat mir noch nie außer der Reihe mal Kohle gegeben. Ach, aber ich habe auch nicht weiter nachgefragt und einfach das Geld genommen. Ja, jedenfalls haben Sie das nicht aus purer Nächstenliebe gemacht, sondern einfach nur, weil Sie dafür sorgen wollten, dass ein Zeuge verschwindet, der vielleicht Ihre sexuellen Übergriffe hätte beobachten können. Das ist doch totaler Blödsinn, was Sie da erzählen, wirklich. Ja, erklären Sie dem Gericht, warum Sie das gemacht haben. Ich konnte Lennart seine längst überfällige Gehaltserhöhung nicht zahlen, weil wir im letzten Jahr einfach so schlechte Umsätze gemacht haben. Und ich hab ein schlechtes Gewissen gehabt. Ich habe ihm einfach 50 Euro so gegeben, zwischendrin einfach. Mhm. So, mein Mandant hat Sie also ins Kino geschickt. Jetzt frage ich mich, offensichtlich sind Sie da aber nicht hingefahren, oder? Oder warum hatten Sie kein Kinoticket, als man Sie danach gefragt hatte? Ich bin auch nicht ins Kino gegangen. Sondern? Aber darum konnte ich auch Bianca retten, ja? Ja. Sie sind nicht ins Kino gefahren, nein. Sie sind wieder zurück in die Bäckerei, um sich an der Frau zu rächen, die Sie nur Stunden vorher abserviert hatte. So ist es gewesen. Sind Sie eine Macke oder was? Nee, eine Macke bin ich nicht. Moment, jetzt wollen Sie mal nicht ausfallen hier. Entschuldigung, aber das ist ja wohl lächerlich, ey. Ich würde sowas niemals tun. Ich bin nicht ins Kino gegangen, weil kein guter Film lief. Das war's. Und ich wollte ein bisschen Geld sparen. Und diese Sache mit der Gehaltserhöhung, das ist ja wohl absolut lächerlich, ey. Warum ist es lächerlich? Weil der Typ, der würde mir nie außer der Reihe irgendwie mal Kohle geben. Der ist ein Halsabschneider, der hat mich immer nur ausgebeutet. Ich musste immer Überstunden schieben und alles ganze Programm, ey. Vielen Dank. Das ist also der Dank dafür, dass wir dir eine Chance gegeben haben, ha? Was für eine Chance, ey. Wofür soll ich mich bedanken, dass ich in so einer mickrigen Bude wohne? Die Heizung funktioniert nicht mal. Ich kriege einen Hungerlohn. Und dann soll ich mich auch noch bedanken. Ich weiß, dass ich vorbestraft bin, okay? Ah, und dass ich keine Ausbildung habe. Aber sowas muss ich mir nicht geben lassen, ey.
praktisch, dass dieses Thema von Ihnen selbst angeschnitten wird, ja? Ihre Vorstrafen sind mir auch bekannt. Es sind ja gleich mehrere, unter anderem auch wegen Körperverletzung. Ja? Damals haben Sie einen jungen Mann auf der Kirmes angegriffen, mit dessen Freundin Sie sich gut verstanden haben. Das zeigt doch ganz klar Ihre gewaltbereite Einstellung. Sie haben keine Ahnung, Sie waren noch nicht dabei, oder? Ich habe die Freundin einfach nur beschützt. Ihr Freund hat sie zusammengeschlagen und ich habe sie beschützt. Das Schlimmste war einfach nur, die Freundin hat dann gesagt, er hätte gar nichts gemacht. Das kann ich nicht verstehen, diese blöde Kuh, ey. Deswegen sind sie auch verurteilt worden. Aber gut, lassen wir das. Kommen wir mal zurück zum 16.11. Und zwar zu dem Streit, den Sie mit Frau Röning hatten. Warum haben Sie beide sich denn gezofft? Das war nichts Besonderes. Es war nur eine Kleinigkeit. Es war zumindest auffällig, eine dass Kleinigkeit. Es Streit gab, ja? Kleinigkeit. Was für eine Kleinigkeit denn? Also, raus mit der Sprache. Ein Ring zum Beispiel ist ja auch was Kleines, oder? Oder? Naja. Also nicht unbedingt eine Kleinigkeit, aber was Kleines. Die Frau Röning hat bereits gesagt, dass Sie ihr einen Ring gegeben haben. Das scheint ja dann eben doch mehr als eine Kleinigkeit gewesen zu sein, oder? Ja, ich habe was total Dämliches gemacht, ja. Was denn? Muss ich das jetzt wirklich hier sagen, oder was? Es geht doch darum, was dieser perverse Typ mit Bianca gemacht hat. Um nichts anderes geht's hier. Also, lassen Sie doch bitte uns entscheiden, was hier wichtig ist und nicht. Und solange Sie sich selber nicht belasten, müssen Sie Auskunft geben. Also, was war da los? Ich habe mich in Bianca verliebt und ich dachte, sie würde dasselbe für mich empfinden. Darum habe ich ihren Antrag gemacht. Einfach so? Ohne, dass vorher irgendwas passiert ist? Kleinen Antrag? Schauen Sie mal nach vorne, hier spielt die Musik. Mir kommt das schon auch seltsam vor. Wir haben es doch gut verstanden. Moment, Sie haben hier einen Antrag gemacht? Macht man einer Frau einen Antrag, mit der man bisher einfach nur so geflirtet hat? Nein, sie war ja ein paar Mal bei mir in der Bude und wir haben uns ja immer gut verstanden und wir haben halt DVDs geguckt. Also und doch! Tobias, bitte. DVDs geguckt. Die Frage ist, haben Sie nur DVDs geguckt? Hm? Ja, vielleicht lief es auch mal ein anderer Film. Alter, ich hab's gewusst! Tobias, bitte. Nein, danke, mir reicht's. Ich hab genug gehört. Bitte, Tobias. Spar dir deine Lügen. Die Verlobung kannst du knicken und den Ring, den kannst du der Post zuschicken. Gut, also nachvollziehbar, dass das jetzt diese Wendung nimmt, aber wenn sich alle Anwesenden dazu in der Lage sehen, würde ich gern hier weitermachen. Tja, tut mir leid, aber das war nun einfach wichtig hier. Jetzt scheinen Sie ja wieder freie Band bei Frau Röning zu haben, ja? Im Gegensatz zu damals, als Sie von der Verlobung erfahren haben. Da haben Sie wohl gelitten wie ein Hund, oder? Richtig? Ja, ja. Und war das der Grund, tat mir weh, ja. Warum Sie sie in den Backschrank eingesperrt haben und dann später ein schlechtes Gewissen gekriegt haben, wieder zurückgekehrt sind und Sie rausgelassen haben? War es nicht so? Also jetzt ernsthaft, Frau Verteidigerin? Warum um alles in der Welt sollte dann bitte schön die Geschädigte ihren Chef belasten? Na, das liegt doch auf der Hand, Frau Staatsanwältin. Sehen Sie nicht, die beiden sind doch ineinander verliebt. Der wird doch nicht Frau Röning, ja, hier Herrn Matusch belasten. Nee, nee, die beiden sind sowieso der Auffassung, dass mein Mandant es verdient hat. Oh mein Gott, ich bin nicht in Lennart verliebt. Nein. Ich hab sie nicht eingesperrt, okay? Das war der, ey. Der hat doch immer diesen Spruch gebracht, irgendwann stecke ich mal einen in den Ofen rein. Sie wollen doch nicht wirklich behaupten, dass Sie das ernst genommen haben. Ja, natürlich nicht, ey. Aber hätte ich mal besser tun sollen. Wir sehen, was jetzt draus geworden ist. Sie benutzen den Spruch doch nur, um meinen Mandanten unnötig zu belasten. Tu ich nicht! Der wollte Bianca zu Tode braten! Warum sonst hat er sein Auto so komisch in der Einfahrt geparkt? Was heißt komisch? Was war an dem Parken ungewöhnlich? Das ist, der parkt sein Auto immer so vorne in dem Eingangsbereich. Und jetzt zum ersten Mal habe ich den da in der Einfahrt hinten geparkt. Ich weiß auch nicht, was das sollte. Das ist doch absoluter Blödsinn! Nein, ist es nicht. Sie wissen doch selber, dass Sie umparken mussten, weil der Krankenwagen sonst nicht durchgekommen wäre. Und ich kann Ihnen auch sagen, warum er das gemacht hat. Warum? Der wollte Biancas Leiche einfach schnell entsorgen. Deswegen hat er so geparkt. Mhm. Das ist irre. Genau. Sie wollten einfach später ganz einfach die Leiche aus dem Backofen in den Wagen transportieren. Ah, alles klar. Dann schicken Sie sich doch bitte in den großen Sitzungssaal. Ja? Dankeschön. Also, die Frau Stock ist jetzt da und wird Sie ganz gerne vernehmen. Es sei denn, es gibt ja noch Fragen an den Herrn Matusch. Keine. Danke, dann dürfen Sie den Platz nehmen. Sie bleiben unvereidigt. Jasmin Stock, bitte. Hallo, Sie sind Frau Stock? Ja. Können Sie sich ausweisen vielleicht? Ja, natürlich. Wunderbar, herzlichen Dank. Sie können gleich wieder Ihren Ausweis. Oh, Entschuldigung. Ja, Moment, Moment brauche ich noch für den Personal. Sie bekommen nachher gleich wieder. Sie sollen hier als Zeugin aussagen. Jetzt als Zeuge ist ganz wichtig, dass man die Wahrheit sagt, sonst macht man sich strafbar. Also, Sie heißen Jasmin Stock, Sie sind 20 Jahre alt. Sie wohnen in Frankfurt am Main. Ihr Familienstand? Ledig. Was machen Sie beruflich? Bäckerin. Verwandt, verschwägert mit dem Herrn hier? Er war mal mein Meister, aber ich habe meine Ausbildung woanders fertig gemacht.
Sie haben sich heute an die Polizei gewandt und wollten dort gegen Wolfgang Kolscher, also den Angeklagten, Anzeige erstatten. Ja, das stimmt. Warum? Weil er ganz genau das gemacht hat, was ihm hier vorgeworfen wird. Zumindest das mit dem Begrabschen, das weiß ich einfach ganz genau. Warum wissen Sie es? Waren Sie damals Zeuge in der Tat? Nein. Und woher wollen Sie es dann so genau wissen? Weil ich in der gleichen Lage war wie Bianca. Ist aber noch kein ausreichender Beweis natürlich, oder? Ja, für das tut mir so leid. Ich hätte schon viel früher was sagen sollen, dass du das jetzt auch noch alles durchmachen musstest. Was erzählst du denn da? Ich verstehe kein Wort mehr. Das kann ich Ihnen sagen. Ich bin damals nicht einfach abgehauen, weil meine Mutter schwer krank geworden ist. Das habe ich mir nur ausgedacht. Und warum haben Sie dann Ihre Ausbildung an den Nagel gehängt? Weil ich Schiss hatte, die Wahrheit zu sagen. Und das fällt mir auch jetzt nicht leicht. Nur ich will nicht, dass dieses Schwein ungestraft davonkommt. Sind Sie auch vom Angeklagten belästigt worden? Wenn es nur das gewesen wäre. Am Anfang hat er mich immer wieder angegrapscht und blöde Sprüche geklopft. Und an dem Tag, bevor ich abgehauen bin, da hat er mich vergewaltigt. Kind, was sagst du denn da? Ganz ruhig, Ulrike, die wollen mich ja nur fertig machen. Die jetzt glaubt den Mist bloß nicht, den die da erzählen. Also, Sie haben jetzt erstmal Sendepause. Ich hoffe, wir haben uns da verstanden. Ja? Ich will jetzt gar nichts mehr hören im Moment von Ihnen. Wieso sind Sie nicht schon viel früher zur Polizei? Weil ich mich geschämt habe. Ich wollte einfach nur noch weg. Ich wollte diese Menschen nicht mehr sehen. Entschuldigung, wenn ich jetzt wieder was sage, aber ich habe ja wohl noch das Recht, mich zu verteidigen hier. Ich habe da wirklich nichts. Ich habe das Mädel niemals angerührt. Du bist so ein Ekel! Er sollte mich zur Gesellenprüfung anmelden und hat dafür eine Gegenleistung verlangt. Oh Gott, genau wie bei mir. Und als ich ihm klargemacht habe, dass er das mit mir nicht machen kann, hat er mich gepackt und geschlagen und gesagt, dass er sich jetzt hole, was ihm zustehe und dass ich besser mitmachen solle, sonst wird er dafür sorgen, dass ich niemals als Bäckerin arbeiten könnte. Und das ist mein Traumberuf, das ist alles, was ich noch habe. Und dann habe ich einfach stillgehalten und geweint und er hat einfach weitergemacht. Wolfgang, wo ist das willst du doch passiert? Nicht auf dir sitzen lassen. Wo ist das alles passiert? Jetzt mal ganz langsam. In der Remise, in der ich gewohnt habe. Er stand abends einfach vor meiner Tür und sagte, er wolle was wegen meiner Ausbildung besprechen. Verdammter Dreckskerl, Mann! Jetzt will ich hier keinerlei Beleidigungen hören. Ja? Von niemandem. Ich will überhaupt keine Zwischenrufe hören. Also auch wenn es da jetzt Mensch, zum Tatvorwurf hier massive Parallelen gibt. Gibt es denn Zeugen dafür? Nein, ich habe nur meiner besten Freundin davon erzählt. Naja, du kannst ja hier viel behaupten, ne? Aber beweisen kannst du das nicht. Und wenn du jetzt erst damit kommst, dann glaubt dir doch eh keiner mehr. Auch Sie beeinflussen jetzt die Zeuge nicht mehr, ja? Ich hoffe, ich habe mich jetzt klar ausgedrückt. Gibt es denn noch irgendeinen Beweis für diese Vergewaltigung? Im Leben nicht. Doch, ja, gibt es. Und die Sachen habe ich eben meiner Polizei abgegeben. Oh, Mensch, Wolfgang, das kannst du doch nicht so auf dir sitzen lassen. Jasmin, warum tust du das? Du machst unser Leben kaputt. Ich kann nichts dafür, wenn Sie dieses Schwein geheiratet haben, aber ich kann nicht mehr. Ich muss darüber reden. Was haben Sie denn für Sachen auf der Polizei abgegeben? Die Sachen, die ich damals anhatte, als er mich vergewaltigt hat. Ich habe sie aufgehoben, falls ich irgendwann darüber reden könnte und zur Polizei gehen möchte. Was denken Sie, Herr Kolscher? Was wird die Spurensicherung wohl auf der Kleidung feststellen, wenn sie genauer untersucht? Da sind Sie sprachlos, was? Vermutlich denken Sie und haben Sie die Befürchtung, dass man Spermaspuren auf dieser Kleidung finden wird. Und diese Befürchtung ist berechtigt. Denn aufgrund dessen können wir die Tat ahnden, auch heute noch. Wolfgang, jetzt mach doch endlich mal den Mund auf. Stimmt das, was Jasmin sagt? Himmel, du kannst dich doch nicht an diesen Mädchen vergreifen, dann auch noch so. Ich verstehe nicht, was bist du für ein Mensch? Wie konnte ich mich nur so in dir täuschen? Wenn Sie uns was zu sagen haben, dann sollten Sie das jetzt tun. Nur jetzt haben Sie noch die Möglichkeit, durch Ihre Aussage des Strafmaßes zu Ihren Gunsten zu beeinflussen. Die Scheißsusen sind doch selber dran schuld, Mensch. Bitte? Immer diese tiefen Ausschnitte und die engen Hosen, die haben es doch drauf angelegt, alle beide. Warum müssen die sich immer so aufbrezeln, Mensch? Das ist nicht. Ja, du Schwein. Ah, du wirst dich an keine Mädchen mehr vergreifen. Herr Röning, erst fertig bin ich mit dir. Herr Röning. Nein, beim besten Willen nicht. Lassen also, Sie das mal nein, Gewalt hat hier nichts zu suchen und ist abgesehen davon auch wirklich keine Lösung. Also bringen Sie den Herrn bitte mal kurz nach draußen, dass er sich abreagiert, dass er sich dort beruhigt. Sie haben gewusst, dass eine mögliche Anzeige von Frau Röning noch mehr Staub aufwirbeln würde, oder? Und dass die Vergewaltigung von Frau Stock aufkommt. Und deswegen haben Sie Frau Röning in den Backofen eingeschlossen und versucht, sie zu töten. Ich habe nichts gemacht. Jetzt sage ich gar nichts mehr dazu. Na gut. Ich glaube, wir haben so genug gehört, oder? Oder gibt es noch Fragen? Ja, nein, ich danke. Ich kann Ihnen nur gratulieren. Ja? Ich kann Ihnen gratulieren,
dass Sie sich dazu aufgerafft haben, das jetzt mal zu sagen hier. Dann bleiben Sie unvereidigt. Danke, nehmen Sie bitte gerade mal hinten Platz. Dann haben wir noch einen Bundeszentralregisterauszug des Angeklagten. Der ist nicht vorbestraft, also keine Eintragung. Gibt es sonst noch irgendwelche Erklärungen? Keine, danke. Dann schließe ich die Beweisaufnahme, Frau Staatsanwältin. Hohes Gericht, Frau Verteidigerin. Der Angeklagte hat vor Jahren Frau Stock vergewaltigt. Und das Gleiche hatte er mit seiner jetzigen Azubin Frau Rönen auch vor. Und um seine Tat zu vertuschen, hatte diese in den Backofen gesperrt und wollte sie umbringen. Warum sonst hätte die Azubin die Fingerabdrücke des Angeklagten auf ihrer Kleidung gehabt, die er ja ab der Rettung gar nicht mehr zu fassen gekriegt hätte? Warum sonst hätte der sonst so geizige und strenge Chef ausgerechnet am Tatabend seinem anderen Auszubildenden freigeben und eine Kinokarte spendieren sollen? Und warum sonst hätte der Angeklagte ausgerechnet am Tatabend seinen Wagen so parken sollen, dass er damit wunderbar eine Leiche hätte entsorgen können und dann auch noch eine Plastikplane und einen Spaten im Kofferraum bereithalten? Nee, die Sachlage ist völlig klar. Sie werden Ihren schutzbefohlenen Azubi-Schnitten erstmal nicht mehr zu nahe kommen. Und ich kann mir auch nicht vorstellen, dass Ihre Frau bereit sein wird, in den nächsten Jahren Sie teilhaben zu lassen an den kleinen Brötchen, die sie dank Ihnen wahrscheinlich in Zukunft nur noch backen können wird. Da kommen ganz, ganz magere Zeiten auf Sie zu und das ist gut so. Ich beantrage den Angeklagten zu einer Gesamtfreiheitsstrafe von 14 Jahren zu verurteilen. Vielen Dank. Danke, Frau Staatsanwältin. Frau Verteidigerin, bitte. Hohes Gericht, Frau Staatsanwältin, ja, ganz eindeutig ist für mich die Beweislage nicht. Ja? Und glauben Sie nicht, dass ich nicht ernst nehme, was uns die präsente Zeugin Stock gerade gesagt hat. Ja? Ich gehe davon aus, dass sie hier die Wahrheit gesagt hat. Aber den Vorwurf der Vergewaltigung, den haben wir nicht heute zu klären. Das wird ein gesondertes Verfahren ergeben. Und wenn Sie auch noch alle Indizien zusammenkratzen, Frau Staatsanwältin, und schön einseitig ja, diese auslegen, dann kann man natürlich zu dem Ergebnis kommen, die Tat, die heute angeklagt ist, ist meinem Mandanten nachgewiesen. Aber Sie haben eins vergessen. Wir haben hier einen Zeugen, der uns mit vielen Indizien bedient hat, den ich für unglaubwürdig halte. Und damit bin ich bei Ihnen, Herr Matusch. Ja? Sie haben ein ureigenstes Interesse gehabt. Sie haben ein Motiv gehabt für diese Tat. Sie haben die Gelegenheit gehabt und Sie waren verletzt. Damit auch in der psychischen Stimmung so eine Tat zu begehen. Und nur, weil Sie dann zum Schluss reumütig geworden sind, haben Sie sich eines Besseren besonnen und haben gedacht, na ja, dann verschone ich Frau Röning und hol sie wieder raus. Und jetzt machen Sie beide gemeinsame Sache, um meinem Mandanten hier die Tat in die Schuhe zu schieben. Und da meine ich, da liege ich nicht ganz so falsch. Da habe ich berechtigte Zweifel, ob es wirklich so gewesen ist, wie es in der Anklage steht. Ich meine, hier gilt der Zweifelsgrundsatz. In dubio pro reo, ich beantrage Freispruch. Danke, Frau Verteidigerin. Herr Kolscher, Sie haben die Anträge nun gehört. Sie können sich jetzt selbst auch noch verteidigen und Sie haben auch das letzte Wort. Vielen Dank, ich bin bedient. Dann zieht sich die Kammer zur Urteilsberatung zurück. Im Namen des Volkes verkünde ich folgendes Urteil. Der Angeklagte Wolfgang Kolscher ist schuldig der sexuellen Nötigung in Tateinheit mit Freiheitsberaubung und des versuchten Mordes in Tateinheit mit gefährlicher Körperverletzung und mit Freiheitsberaubung. Paragraphen 177 Absatz 1 Nummer 1, 211, 223 Absatz 1, 224 Absatz 1 Nummer 5, 239 Absatz 1, 22, 23 und 52 und 53 Strafgesetzbuch. Wird deshalb zu einer Gesamtfreiheitsstrafe von 11 Jahren sowie zu den Kosten des Verfahrens verurteilt. Nehmen Sie bitte Platz. Dieser Spruch, Lehrjahre sind keine Herrenjahre, der passt mir irgendwie nicht, denn der suggeriert umgekehrt, der Meister könne sich als Herr über die Auszubildenden aufführen. Stimmt aber nicht. Der Meister ist ein Ausbilder, das heißt, er ist dafür verantwortlich, dass seine Auszubildenden einen Beruf vernünftig lernen und er ist nicht der Zuchtmeister und er ist nicht der Herr über die Auszubildenden und er ist schon gar nicht der Herr über die sexuelle Selbstbestimmung seiner Auszubildenden. Und genau aus solcher haben Sie sich aufgeführt. Da sind wir überzeugt davon, dass Opfer, die Frau Röning, ist absolut glaubwürdig. Die ist vom ersten bis zum letzten Moment des Ermittlungsverfahrens und des Strafverfahrens bei der gleichen Version bis ins Detail geblieben. Die hat sich der Wahrheit ja sogar so verpflichtet gefühlt, dass sie es in Kauf genommen hat, dass angesichts der Wahrheit ihre Verlobung heute hier geplatzt ist. Und wieso hätte sie denn den wahren Täter schützen sollen? Es kommt eigentlich ansonsten nur der Lennart in Betracht. Den hätte sie doch mit Sicherheit hier nicht geschützt, wenn sie gewusst hätte, dass er es war. Ihre DNA-Spuren sind an ihrer Kleidung gewesen. Der Lennart hat gesagt, sie waren überhaupt nicht
an ihr dran beim Retten helfen. Ja? Dann komischerweise haben sie ihr Auto so rückwärts hingeparkt, dass sie was in den Kofferraum laden konnten. Folie und Schaufel im Kofferraum mit einer halbschaligen Erklärung. Mitte November wollten sie da ein Kiesbeet anlegen. Das ist doch alles sehr, sehr seltsam. Und dann haben wir eben heute auch noch die Aussage der Zeugin Stock, der offensichtlich nicht nur Ähnliches, sondern auch ganz Schlimmes widerfahren ist. Und sie haben am Ende gesagt, die Scheißtussen haben es doch verdient. Das ist zwar kein Geständnis, aber das ist letzten Endes ein Versuch, sich für all das zu rechtfertigen. Und deshalb sind sie hier zu verurteilen. Wir sind bei 11 Jahren geblieben. Das ist aber nur eine Momentaufnahme, denn es wird neue Strafverfahren geben und in dem wird nochmals eine neue Gesamtstrafe zu bilden sein. Und die wird dann ungefähr in dem Bereich liegen, was die Frau Staatsanwaltin beantragt hat. Dieses Urteil kann innerhalb einer Woche Revision eingelegt werden. Ich glaube, so ein Ergebnis oder jetzt auch für Sie die Aussicht, dass dem Ganzen ein Ende gemacht wird, ist für die Opfer unglaublich wichtig. Und dafür ist es auch gut und richtig, wenn die Wahrheit ans Licht kommt, auch wenn jetzt aufgrund dessen heute leider Frau Röning ihre Verlobung geplatzt ist. Die hat sich erledigt. Zutaten für diese Verlobung, die waren halt eben nicht Liebe und Wahrheit, sondern Liebe und Lüge. Und das wissen Sie nämlich als Bäckerin besser als ich. Ohne die richtigen Zutaten kann halt nichts gelingen. Vorher ist die Hauptverhandlung geschlossen. Bianca, es tut mir wirklich so leid, wenn ich das alles nur gewusst hätte. Ich hatte echt keine Ahnung. Sie können doch auch nichts dafür. Hey, sorry mit deinem Freund, er tut mir leid. Ja, ist vielleicht besser so. Ich muss mir jetzt einen neuen Job suchen. Hast du was dagegen, wenn ich mich in Konstanz umschaue? Wir telefonieren, okay, Lena? Okay. Und vergiss deine DVDs nicht. Wolfgang Koltscher wurde wegen Vergewaltigung von Jasmin Stock unter Einbeziehung der heutigen Strafe zu einer nachträglichen Gesamtfreiheitsstrafe von 14 Jahren verurteilt.